Christian Morgenstern. Der Werwolf. Ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Wesswolfs Genitiv sodann, dem Wemwolf Dativ, wie man's nennt, den Wenwolf, damit hat's ein End. Dem Werwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle. Indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular. Der Wolf erhob sich tränenblind. Er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben.